Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Vor einem Jahr haben wir in einer Debatte zur Klimaschutzpolitik unsere Forderungen an Paris formuliert. Heute können wir sagen, gemeinsam haben wir einen Riesenerfolg erzielt. Knapp 200 Staaten der Welt haben sich auf ein verbindliches Klimaschutzabkommen geeinigt, mit dem Ziel, die Erderwärmung weit unter 2 Grad zu begrenzen, wenn möglich 1,5 Grad. Die Staaten müssen alle ambitionierte Klimaschutzpläne vorlegen, und vor allen Dingen ist ein völkerrechtlich verbindlicher Überprüfungsmechanismus vorgesehen. Das war uns auch immer sehr, sehr wichtig. Bei der Unterzeichnungszeremonie im April in New York waren 175 Staaten beteiligt, so viel wie nie zuvor, darunter auch Deutschland. Das zeigt, dass die Weltgemeinschaft den Klimaschutz sehr ernst nimmt und Paris auch keine Momentaufnahme ist. Diese Woche war im Rahmen der UN-Vollversammlung der erste Flüchtlingsgipfel, und der ist ohne konkrete Ergebnisse geendet. Das zeigt, bei der Bekämpfung der Fluchtursachen müssen wir weltweit besser zusammenarbeiten. Beim Klimaschutz ist es gelungen, dass sich alle Staaten der Welt hinter ein Ziel vereint haben. Und daran sieht man, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Und daran sieht man auch, was wir erreicht haben beim Thema Klimaschutz international. Und meine Damen und Herren, darauf sollten wir auch an einem solchen Tag einmal stolz sein. Am Rande des G20-Gipfels Anfang September in China haben die USA und China die Ratifikation verkündet. Ein weiterer historischer Moment in der internationalen Klimapolitik, weil wohlgemerkt, die USA hatte noch nie zuvor ein Klimaabkommen ratifiziert. Die Amerikaner und Chinesen haben sehr schnell ratifiziert, was alle positiv überrascht hat. Vom Verfahren her sicher auch etwas das BMUB. Und ich mache keinen Hehl daraus, dass wir Klimapolitiker uns natürlich grundsätzlich auch ein ausführlicheres Verfahren gewünscht hätten. Aber, meine Damen und Herren, da sind wir uns doch einig. Wir müssen dabei sein, wenn dieser Ratifikationsprozess jetzt so schnell an Fahrt gewinnt. Das Abkommen tritt eben erst in Kraft, wenn mindestens 55 Staaten dabei sind, die für 55% der Treibhausgasemissionen stehen. Und jetzt geht es darum, das zu schaffen. Und wir wollen mit unserer schnellen Ratifikation jetzt unseren Beitrag dazu leisten und schnell ein Zeichen setzen. Zur Erinnerung, Kyoto wurde 1997 beschlossen. Und die Ratifizierung hat ganze 8 Jahre gedauert. Hier beim Paris-Abkommen sind wir nur 9 Monate, nachdem das Abkommen verabschiedet wurde, so wie es die Ministerin gerade formuliert hat, eigentlich schon auf der Zielgeraden. Und damit das Abkommen auch schnell in Kraft treten kann, hat ja jetzt auch Ban Ki-moon am Rande der UN-Vollversammlung zu einem Special Event geladen, damit es klappt mit den 55 Staaten. Und wenn das dann gelingt, meine Damen und Herren, dann schreiben wir erneut Geschichte. Denn dann ist das Paris-Abkommen der völkerrechtliche Vertrag, der bislang am schnellsten in Kraft getreten ist. Und dafür setzen wir uns ein, meine Damen und Herren. So viel zur Ratifikation. Jetzt zur Umsetzung. Da müssen wir auf allen Ebenen ansetzen, auf internationaler Ebene, auf europäischer und auf nationaler Ebene. International unterstützen wir viele Projekte. Das BMZ ist für die Förderung von vielen Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern verantwortlich, und die Gelder wurden in den letzten 10 Jahren sage und schreibe vervierfacht. Das möchte ich an der Stelle auch mal positiv herausheben, meine Damen und Herren. Und auch in Europa wurde einiges auf den Weg gebracht. Europa hat das Klimaschutzziel -40% bis 2030. Wir wollen das schon 2020 schaffen in Deutschland.
Und dafür gibt es auf europäischer Ebene die verschiedensten Instrumente, über die wir ja auch schon oft diskutiert haben. Der Emissionshandel ist das Herzstück des europäischen Klimaschutzes. Und zum Emissionshandel muss man sagen, nach zwei sehr schnellen Reformen, Backloading, Marktstabilitätsreserve, hat jetzt die Kommission erneut eine Reform letztes Jahr vorgelegt. Und auch da arbeiten wir an einer guten Reform, die uns an der Stelle voranbringt. Die beiden anderen Vorschläge, die jetzt vorgelegt wurden von der EU-Kommission, ist der Vorschlag zur Lastenteilung, der festlegt, welchen Klimaschutzbeitrag die Mitgliedstaaten in den Sektoren leisten müssen, die nicht unter den Emissionshandel fallen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dr. Verlinden? Ja, erlaube ich, aber ich würde gerne den einen Satz noch ja, zu okay, Ende führen. Gut, dann. Und zwar der dritte Vorschlag auf europäischer Ebene ist der Vorschlag zur Landnutzung. Hier geht es um Beiträge der Mitgliedstaaten hinsichtlich zum Beispiel der Aufforstung und der Waldbewirtschaftung. Und bevor ich zur nationalen Ebene komme, vielen Dank, lasse ich gerne die Frage dann zu. Frau Dr. Verlinden, bitte. Ich hatte nämlich mich schon gefragt, ob Sie noch zur nationalen Ebene kommen. Sie haben jetzt sehr viele Punkte genannt, die wünschenswert wären auf internationaler Ebene und wie wichtig das ist, das Abkommen schnell zu ratifizieren. Ich hoffe, das ist nicht das Einzige, was Sie als Erfolg in dieser Legislaturperiode im Klimaschutz dann am Ende benennen können, dass man schnell ein internationales Abkommen ratifiziert hat. Denn ich möchte gerne von Ihnen, Frau Weisgerber, Sie sitzen ja im Umweltausschuss, Sie sind zuständig für das Thema Klimapolitik und wir laufen uns ja immer wieder auch über den Weg bei diesen Themen und Veranstaltungen. Ich möchte von Ihnen wissen, welche drei ganz konkreten Instrumente, politische Maßnahmen, wofür werden Sie sich in dieser Legislaturperiode noch einsetzen, dass diese hier im Bundestag beschlossen werden, damit wir eine substanziell große Menge CO2 einsparen können, noch in dieser Legislaturperiode? Ja, werte Kollegin Verlinden, genau zu diesem nationalen Beitrag wäre ich in meinen letzten 4 Minuten Redezeit auch gerne noch gekommen. Aber ich kann auch die Frage beantworten. Also zum einen, wir haben national ein ehrgeiziges Klimaschutzziel, 40% Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2020. Dafür haben wir ein Maßnahmenprogramm, ein Klimaschutzaktionsprogramm aufgelegt, an dem wir auch als Fraktionen mitgearbeitet haben. Die Bundesregierung hat es verabschiedet. Und jetzt geht es um die konkrete Umsetzung dieser Maßnahmen. Und zu diesem Klimaschutzaktionsprogramm ist zu sagen, dass er sich dieses Programm auf die verschiedensten Sektoren bezieht. Zum Beispiel auf den Verkehr, auf die Landwirtschaft, auf den Gebäudesektor und die Industrie. Zum Verkehr kann man ja schon mal auf das verweisen, was wir schon verabschiedet haben. Dort wurde ein Maßnahmenpaket zur Elektromobilität verabschiedet, eine Sonderabschreibung für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge, der Ausbau der Ladesäulen und die Kaufprämie. Und da geht es natürlich auch darum, die Elektromobilität weiter voranzubringen. Auch diese auch sehr innovative Technologie ist zum Beispiel im Klimaschutzplan enthalten. Dazu sage ich später noch was zum Klimaschutzplan. Wir haben auch im Bereich der Landwirtschaft die Düngeverordnung, die vor dem Abschluss steht, auch die Energieberatung in dem Bereich. Wir haben auf kommunaler Ebene die Kommunalrichtlinie, wo es zum Beispiel, Sie fragen mich nach konkreten Maßnahmen, um den Austausch auch bei der Straßenbeleuchtung geht, um dort die LED-Technik voranzubringen, effiziente Heiz- und Kühlsysteme auch einzusetzen. Und die konkrete Maßnahme, die ich mir zum Beispiel im Gebäudebereich noch wünschen würde, das wissen Sie, wir haben hier ein enormes Potenzial im Gebäudebereich, was wir heben müssen. Wir haben dort KfW-Programme, wir haben das CO2-Gebäudesanierungsprogramm, das wir aufgestockt haben, das vielleicht noch stärker genutzt werden müsste, wo wir auch über eine weitere Aufstockung vielleicht nachdenken sollten, damit wir hier mehr in die Breite kommen. Wir müssten letztendlich den Anreiz verstärken, dass im Bestand
mehr Energieeffizienzmaßnahmen getätigt werden. Wir waren ja heute Vormittag bei einem Frühstück, wo es auch darum ging, mehr Dämmsysteme einzusetzen. Und im Industriebereich gibt es den Emissionshandel. Und da habe ich davon gesprochen, dass wir zwei Reformen schon hinter uns haben und an der umfassenden Reform jetzt arbeiten. Also so viel zu den Maßnahmen, die schon beschlossen wurden. Und jetzt komme ich zum Klimaschutzplan, wenn Sie mir das erlauben. Also zum Klimaschutzprogramm, wie gesagt, sind ganz konkrete Maßnahmen enthalten, die jetzt ganz konsequent auch abgearbeitet werden. Und dann geht die Bundesregierung her und neben diesem kurzfristigen oder mittelfristigen Ziel bis 2020 nehmen wir uns noch einen Klimaschutzplan vor bis 2050. Und ich habe mich mal kundig gemacht. Es gibt sowohl in Europa als auch international kaum ein Land, mir ist keines bekannt, das einen so langfristigen Plan jetzt schon vorlegt. Und wenn wir diesen jetzt vorlegen und wenn wir so weit gehen, um unsere Klimaziele zu erreichen, und das richte ich auch an die Ministerin, dann ist unser Ansatz von der Union, dass wir natürlich die technologischen Entwicklungen berücksichtigen müssen, dass wir technologie- und innovationsoffen unsere Maßnahmen festlegen müssen und, das ist das Allerwichtigste, dass wir dabei auch den Kosten-Nutzen-Effekt berücksichtigen müssen. Denn die Ziele, die ja sehr ehrgeizig sind, die können wir letztendlich nur erreichen, wenn wir mit dem Geldbetrag, den wir einsetzen, möglichst viel CO2 reduzieren. Und das ist unser Ansatz. Und den werden wir auch bei der Erarbeitung des Klimaschutzplanes weiter verfolgen. Uns geht es immer um das Zieldreieck zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Und bei all den Klimaschutzmaßnahmen, die wir auflegen, schauen wir halt auch darauf, dass keine Arbeitsplätze gefährdet werden, sondern ganz im Gegenteil, dass die Klimapolitik sogar als Chance genutzt wird. Und damit möchte ich schließen. Ich bin stolz auf Unternehmen aus meinem Wahlkreis, die diese Chance begriffen haben, sei es zum Beispiel bei den Automobilzulieferern, sei es zum Beispiel beim Thema Elektromobilität, bei den Batteriespeichern oder bei ressourcen- und energieschonenden Verfahren in der Kugellagerindustrie. Ich komme aus Schweinfurt. Hier gibt es durchaus Chancen der Klimapolitik, die wir nutzen sollten, weil wir auch mit der Entwicklung dieser Öko-Innovationen Arbeitsplätze halten und Arbeitsplätze schaffen können. Das ist unser Ansatz. Auf internationaler Ebene sagen wir allerdings, alleine können wir das Klima auch nicht retten. Wir brauchen die anderen Staaten dieser Welt. Daher bitte ich Sie, lassen Sie uns das Abkommen heute einstimmig ratifizieren und ein klares Zeichen setzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Weisgerber. Nächste Rednerin, Annalena Baerbock für Bündnis 90 Die Grünen.